Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, wie die Lindner Group ihre App Backlog in den Griff bekam. Irgendwann kommt es auf jede Abteilung zu, IT-Abteilung zu, die Lawine an Änderungs- und Verbesserungswünschen der Nutzer an ihre Anwendungen. Und da geht es dann nicht nur um zwei oder drei Anpassungen, die man schnell erledigen könnte. Da gilt dann schon die Formel 1000 Anwender gleich 1000 Wünsche für Apps. Die Begeisterung der Techniker, kann man sich vorstellen, hält sich verständlicherweise in Grenzen. Aber es ist möglich, Unternehmensanwendungen in relativ kurzer Zeit zu erstellen, mit den richtigen Werkzeugen und mit einem richtigen, kompetenten Partner an der Seite. In nur 4 Monaten zur fertigen App zu kommen, hat die Lindner Group in Zusammenarbeit mit AgentBase bewerkstelligt. Die Lindner Group mit Hauptsitz in Arnstorf ist ein spannendes und sehr facettenreiches Unternehmen mit verschiedenen Geschäftsbereichen. Hauptsächlich bringt der Konzern Gebäude zum Funktionieren, aber nicht nur, wie wir gleich hören werden. AgentBase aus Paderborn ist Experte für die maßgeschneiderte Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen. Seit 2018 fokussiert sich der IT-Dienstleister auf die Low-Code-Plattform OutSystems. Heute stellen uns Matthias Jakisch und Arthur Habel das gemeinsame Projekt vor, welche Anforderungen es gab, wie die Lösung heute aussieht und was das Projekt überhaupt auszeichnet. Ich möchte die beiden Referenten kurz vorstellen. Arthur Habel ist Prokurist der AgentBase AG. Seine große Leidenschaft gilt dem digitalen Wandel, besonders im Bereich Prozessmanagement. Er selbst sagt, dem Thema Digitalisierung verfallen zu sein, weil es so vielseitig und spannend ist. Genau wie das Projekt der Lindner Group, von dem wir heute hören. Matthias Jakisch ist Bereichsleiter für IT und Digitalisierung bei der Lindner Group und kann sicherlich leicht ein Buch füllen mit Anekdoten aus 13 Jahren Tätigkeit für eine Konzern-IT. Und wenn wir schon dabei sind, Matthias, herzlich willkommen erstmal Matthias und Arthur. Ja, wie ich schon kurz erwähnt habe, Lindner ist ein spannendes Unternehmen. Beginnen wir doch damit, dass du uns erzählst, was die Lindner Group alles so macht. Alles klar. Hallo an alle Teilnehmer. Dazu habe ich natürlich eine Präsentation vorbereitet, die ich teilen werde, damit ich mir so. Ich hoffe, das hat funktioniert. Also die Lindner Group ist ein sehr spannendes Unternehmen und ich muss hier ein paar Folien einfach zeigen, damit man die Facetten versteht, warum dass wir so ein spannendes Unternehmen sind. Wir sind ein Familienunternehmen in der zweiten Generation. Der Herr Lindner auf der rechten Seite und die Frau Lindner, also die Tochter, haben das Unternehmen zu einem der führendsten Anbieter und Hersteller für Dienstleistungen und Dienstleistungen im Innenausbau hervorgehoben. Ebenso eben für die Gebäudehülle und Isolierung. Seit 1965, das ist so die erste Baustelle, was wir gemacht haben, erfreuen wir uns an einem gesunden Wachstum unseres Unternehmens. Wir haben hier begonnen mit einem Produkt, das Ganze zu verbauen und wir haben uns jetzt entwickelt zu einem Unternehmen, das wirklich Gebäude und zum Funktionieren bringt. Made by Lindner, alles was Sie da auf der rechten Seite sehen, bis auf die Betonsäulen, wurde von Lindner erstellt und wir haben hier eine sehr starke Wertschöpfung oder eine sehr tiefe Wertschöpfung. Das heißt, wir produzieren selbst, wir liefern auch selbst aus. Wir bauen die ganzen Themen auch wirklich ein. Also da geht es vom Bodensystem, Trennwandsysteme, Decken, Türen und so weiter, die ganzen Leuchten. Alles das ist Lindner.
Und wir bauen auch bei den schönsten Fassaden der Welt mit, indem wir einfach sehr individuell Fassadenelemente bei uns hier in Arnsdorf produzieren und eben dann weltweit auch verbauen. Isoliertechnik ist auch ein sehr großes Standbein für uns, indem wir eben Gerüstbau, die ganze Gebäudetechnik eben hier drinnen verarbeiten und einbauen. Das Spannendste an Linden ist, dass wir in den tollsten Projekten der Welt beteiligt sind. Sei es Bahnhöfe, Flughäfen, Kreuzfahrtschiffe, Operationssäle, jede Facette können wir bedienen oder wollen wir bedienen und das mit hochklassigstem Innenausbau und Ausbau. Das macht es für uns sehr spannend. Oder das Spannende an Lindner Bau. Wir haben circa 7.500 Mitarbeiter, die sich eben in verschiedene Kategorien aufteilen lassen und haben sehr facettenreiche Berufe zur Ausbildung und auch zur Durchführung. Auch hier im Bau ist es schon, hier sieht man schon, dass man hier sehr diverse Geschäftsbereiche eben hat. Es geht von OP-Sälen bis hin zu Kreuzfahrtschiffen und ein Reihenraum hat andere Ansprüche oder andere Anforderungen wie ein Kreuzfahrtschiff. Und auch hier sind die Geschäftsbereiche schon, haben hier schon andere Anforderungen. Des Weiteren sind wir noch in verschiedenste andere Geschäftsbereiche gegliedert. Wir haben eine Stiftung, aber auch ein Park-Wohnstift, was stelle ich gleich nochmal vor. Aber das sehr Interessante, wir haben auch vier Brauereien, Gastwirtschaften, die immer einen Gastwirtschaft damit dabei haben. Unser Brauer hat nochmal ganz andere Anforderungen an die IT wie ein Bauunternehmen. Genauso haben wir eine große Hotelkette mit aktuell 14 Hotels, die im HK-Hotelkette. Die Hans-Linter-Stiftung haben wir in drei großen Standorten Mehrgenerationenhäuser, wo eben Kindergärten und auch Altenheime oder Pflegeeinrichtungen eben vereint sind. Wir haben eine Biolandwirtschaft, in der wir sehr Schweine züchten, Weidehaltung und auch Weideschlachtung machen, sodass wir unser Fleisch für unsere Kantine und auch für den Online-Handel eben selbst produzieren. Also wir produzieren auch das Essen selbst, das wir bei Lindner in der Kantine bekommen. Und in unseren sechs Brauereien mit unseren Gaststätten produzieren wir eben unser Bier selbst. Das gibt es aber nicht in der Kantine. Des Weiteren haben wir seit kurzem ein Weingut bei uns in dem Firmenkomplex mit drinnen, wo wir unseren eigenen Wein im Südburgenland produzieren. All diese Tätigkeit, all diese Geschäftsfelder, all diese Themen kommen bei uns in der IT auf. Wir haben, und das macht es eigentlich auch so spannend, da den Digitalisierungsaspekt hier zu betrachten, weil einen Winzer zu digitalisieren, ist mal ganz was anderes wie eine Baustelle zu digitalisieren, wenn wir es so in diesen Begrifflichkeiten lassen, oder diese Prozesse einfach dahinter. Und das macht es uns sehr, sehr schwer. Unsere IT, nur mal ein kurzer Ausblick in Zahlen. Wir sind 140 Leute in der IT. Wir müssen uns oder wir dürfen uns für 2.500 Baustellen, die parallel laufen, für die Infrastruktur kümmern. Das heißt, wir haben eigentlich 2.500 Niederlassungen, die hier eben betreut werden müssen. Das kann ein Baustellencontainer sein, das kann aber ein Büro sein, das angeschlossen werden muss, Datenverbindungen hergestellt werden. Wir betreiben zwei eigene Data Centers in Arnsdorf. Und dürfen 13 Produktionsstandorte bedienen. Und durch diesen diversen Geschäftsbereiche haben wir aktuell circa 31 mobile oder Web-Applikationen im Einsatz, die wir selbst gemacht haben, ohne dass wir
also ohne Zukauf, sondern ist alles in-house programmiert. Wir haben 3 ERP-Systeme im Einsatz und zigtausende Schnittstellen und ungefähr 235 Standardsoftware im Unternehmen, vom CAD-Programm bis hin zu irgendwelchen Kanban-Lösungen. Das ist eigentlich so die große Challenge für uns. Wir haben wirklich so verschiedenste Anforderungen, wie zum Beispiel eine Dokumentation der Weinrebenpflege. Es kommt als Anforderung rein. Oder wie viel Liter Bier müssen wir brauen? Welche Zutaten müssen wir brauen? Wie ist die Zusammensetzung, dass das alles dokumentiert ist? Bis hin aber zu Baustellenthemen, wie zum Beispiel haben wir eine Gefährdungsbeurteilung selbst programmiert, Gefährdungsanalyse-Tools. Dann haben wir Blockchain-basierte Baustellenzugänge aktuell in der Umsetzung beziehungsweise im Rollout, sodass wir wirklich nur die Personen auf die Baustelle dürfen, die auch wirklich dürfen. Bis hin zu eigenen Mitarbeiter-Motivationssystemen, unser Bonus-System, wo wir eigenständig entwickeln. Das eben dann jetzt für die Angestellten, für die Baustelle-Themen, das Ganze in Einklang zu bringen und die Anforderungen aufzunehmen, dafür haben wir, und auch umzusetzen, dafür haben wir in dem Team ca. 12 Business-Analysten, die mit den Leuten in den verschiedenen Geschäftsbereichen die Anforderungen aufnehmen, aber dann auch gleich in die Rolle als Product Owner übergehen und die Entwicklung leiten und mit den 20 Softwareentwicklern, den Vollblutentwicklern, wie ich sie immer sage, die in unterschiedlichen Teamgrößen agieren, eben die Projekte umzusetzen. Genau. Ja, wir haben eine hundertprozentige On-Prem-Strategie. Das heißt, wir wollen wirklich so wenig Daten wie möglich an dritte Anbieter sozusagen die Daten senden und wollen Herr unserer Daten bleiben. Das macht uns oft das Leben nicht einfach, gerade was, wenn es heißt, es gibt ja sehr viele Produkte am Markt, die eine für den Bau, wo man Bauprozesse super digitalisieren können. Und die ganzen Themen, also wir betrachten zwar die Software, machen wir Marktresearch, aber in den meisten Fällen können wir eben diese Software nicht einsetzen. Vielleicht, weil es nicht on-prem ist, aber auch, weil sie 100.000 Schnittstellen beachten muss in unsere anderen Systemen. Und bis wir das mit dem Softwarehersteller gecustomized haben, bis wir das schon beschrieben haben, dabei vergeht ja schon Weihnachten die dritte. Also, das heißt, wir und was dann auch noch dazu kommt, ist einfach der erhöhte Wartungsaufwand. Wenn wir so viele verschiedenste Softwarelösungen ins Haus holen mit verschiedenen Anbietern, ist auch der Wartungsaufwand, die Koordination mit den verschiedensten Anbietern sehr, sehr hoch. Und in den meisten Fällen entscheiden wir uns eben dann, das Ganze selbst anzugehen. Es ist einfach, liegt da in unserer Lindner DNA, dass wir eigentlich Themen selbst anpacken wollen und selbst erlernen wollen und selbst durchführen wollen. Genau. Auch die, wenn wir jetzt auch extern entwickeln lassen würden, bis wir die Anforderungen, die unsere Kollegen eben an uns eintragen, bis wir die einmal niedergeschrieben haben, bis wir die hundertprozentig ausdefiniert haben, würde das sehr, sehr lange dauern. Und wir können hier keinen Mehrwert und keinen schnellen Mehrwert bieten. Das ist aber auch ein Punkt, wo wir in der Entwicklung, wo es uns unter den Nägeln brennt oder gebrannt hat im ersten Schritt, dass wir analysiert haben, haben den Prozess sehr, sehr groß analysiert, weil er in verschiedensten Richtungen eingeht und haben dann eigentlich in einer Art
Wasserfallmodell. Ich sage aber immer gerne, ist eher so ein Wasserfällchenmodell, weil es ist jetzt kein Niagara-Wasserfall, aber so mit Stufen, also in kleinen Wasserfallen, das Produkt nachgebaut. Aber das Produkt hat dann einfach mal 4, 5 Monate, 6 bis 8, 10 Monate gedauert, je nachdem, bis ich dem Kunden überhaupt etwas zeigen konnte. Also der klassische Fail, dass wir den Kunden einfach zu spät wieder einbezogen haben und wir auch den eigenen Kollegen oft dann nicht als Kunden vielleicht gesehen haben. Und dann haben wir, sind wir ins Überlegen gekommen und haben gesagt, okay, wir müssen hier aktiv am Kunden arbeiten, an unserem Kollegen, mit unserem Kollegen arbeiten. Und wir haben uns Richtung No-Code umgeschaut, weil das ja da mal so der, das ist immer noch ein Hype, wo wir versucht haben, eben mit No-Code-Applikationen sehr schnelle Ergebnisse zu erzielen, sind aber dann immer gescheitert in der Systemintegration. Schnittstellen, wie komme ich an meine Daten ran? Die meisten No-Code-Hersteller sind da wieder Cloud-basiert. Das hat einfach alles nicht gepasst. Das hat nicht zu uns gepasst. Dann haben wir uns mal umgeschaut und haben eine Firma gefunden, eben Out Systems, die das gleiche Rot haben wie wir im Logo. Aber haben uns die mal angeschaut und haben uns hier Richtung Low-Code umgeschaut. Und vor 3 Jahren haben wir dann, 2,5, Entschuldigung, haben wir eben mit Out Systems begonnen und jetzt entwickeln aktuell 6 Business-Analysten, entwickeln schon Applikationen und wir haben auch hier schon 10 kleinere Applikationen mit einem gewissen Komplex gerade umgesetzt. Und das ist, auf Bayerisch sagt man, da haben sie mit die Augen geschlackert, wie wir innerhalb von 14 Tagen, sie sind mit der Anforderung gekommen und in 14 Tagen haben die schon mal was zum Testen gehabt und zum Probieren gehabt und aber schon so weit, dass es nicht nur Test war, sondern dass es eigentlich gleich produktiv einsetzbar war. Und da sind uns die Augen dann sehr weit aufgegangen und eigentlich haben wir da dann wirklich erfahren, was es heißt, mit dem Kollegen, der die Anforderungen hat, zu arbeiten. Genau, und da sind wir dann Richtung Autism gekommen. Leider haben wir mit Business Analysten nicht unbedingt die Entwickler-Skills, die wir brauchen. Und dann haben wir uns eben umgeschaut und sind auf den Arthur gestoßen. Ja, spannend dir zuzuhören. Die Folien hätte ich noch gehabt. Zeig sie ruhig. Ja, ihr seid ja dann auf uns zugekommen. Wir haben uns ja letzten Jahr Ende April dann so kennengelernt. Ihr seid ja auf uns zugekommen, was man ja jetzt so rausgehört hat, um wirklich einen Partner zu bekommen, der eigentlich einen Skillaufbau bei euch betreibt, ne? Dass man also wirklich sagt, okay, wir brauchen eine Unterstützung, um das Know-how bei uns zu vertiefen, zu festigen, etc. Aber schilder mal unseren Zuhörern, wie kommen wir denn wirklich zusammen, außer dass wir vielleicht in unserem Logo auch ein bisschen das Rot haben. Ja, es war so, wir hatten vorher direkten Kontakt mit den Out Systems, Customer Success, irgendwas, sind aber dann auf die Suche gegangen nach also der erste Schritt war ein deutschsprachiger Partner. Wir sind ein deutsches Unternehmen und waren hier eben dann auf der Suche nach einem Partner und haben bei Agent Base mal angeklopft. Wir haben uns da mal zu einem ersten Termin getroffen. Das war ja virtuelle Zeit damals. Und haben da mal telefoniert. Und das wirklich Schöne war, in dem ersten Termin, das war kein Verkaufsgespräch seitens Agent Space, sondern es war einfach wirklich ein: Was für Sorgen habt ihr? Was für Nöte habt ihr? Wo können wir helfen? Und das auf einer Ebene, ohne dass das Vertrauen war einfach da sehr schnell da und sehr zurückhaltend haben wir uns da eigentlich unterhalten. Und ich glaube, im ersten Gespräch sind wir dann sofort in die Tiefe gegangen, wo wir gewisse Use Cases besprochen haben. Wir sind hier schon in Details eingestiegen, weil einfach auch hier in der Management-Ebene einfach man
man hat gemerkt, ihr brennt eben auch für Digitalisierung und bis ins kleinste Teil und bis in den Prozess runter. Und das hat uns einfach dann auch schon Spaß gemacht. Dann eben auch, ja, dann sind wir eigentlich schon ins erste Projekt gerutscht. Aber davor haben wir eigentlich noch eben das Thema, ja, oder was mich auch sehr begeistert hat, war einfach, weil ihr ja auch eigentlich einen, also bei uns ist es so, dass ich mir sehr hart tue, die Entwickler, die Vollblutentwickler eigentlich Richtung Low-Code zu begeistern. Und ihr habt mir eben von denselben Nöten erzählt, aber ihr habt es eben geschafft gehabt. Und das war eigentlich auch nochmal so ein Begeisterungsfaktor in der Hinsicht. Machen wir heute noch, ja. Vielleicht habe ich nachher noch die Gelegenheit, darauf einzugehen. Ja. Ihr habt uns ja dann die Anforderungen geschildert und wir haben ja dann zumindest schon mal an dem Konzept für diese sogenannte Mängel- und Aufgabenmanagement gearbeitet. Aber was ja so den Projektansatz jetzt schon ein bisschen skizziert, können wir ein bisschen tiefer mal in diese Anwendung digitales Mängel- und Aufgabenmanagement eingehen. Was macht denn eigentlich diese App, diese mobile App, die wir zusammen mit euch in diesen 4 Monaten entwickeln durften? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, dass die Zuhörer mal ein Gefühl haben, was das Ding macht? Ja, da muss man vielleicht kurz den damaligen Sollprozess kurz aufskizzieren. Also wir hatten hier wirklich einen Schmerz, dass unsere, also wird ist eigentlich eine Art Aufgabenmanagement innerhalb einer Baustelle, wenn man es mal so nennt. Für die ITler ist es so ein Ticketsystem, ganz einfach erklärt. Allerdings kommen hier nicht nur Beschreibungen zugute, sondern eben auch am besten Bilder. Also wenn die Steckdose mal rausfällt oder wenn, keine Ahnung, die Deckenplatte schief ist, eine Delle hat während des Bauprozesses, wenn der Maler oder wenn ein Schredder an der Wand ist. Also einfach Schäden, die während der Bauphase passieren, sollten eben sehr strukturiert aufgenommen werden, damit die eben repariert oder abgearbeitet werden können. Das können Mängel sein, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, aber das können auch irgendwelche anderen Beweismittel sein, dass ich sage, hier habe ich noch Restleistung zu machen, wie auch immer. Also sind einfach verschiedene Kategorien. Und früher und auch in manchen Baustellen noch aktuell haben die halt eine Digitalkamera, gut, die gibt es nicht mehr so, aber die haben halt mit SD-Karten angearbeitet, haben die SD-Karte dann in den Rechner geschoben, haben die Fotos auf dem Rechner getan, haben die Word-Datei geöffnet, haben die Bilder in der Word-Datei, in eine Word-Datei gegeben, haben hier noch die Beschreibung hingeschrieben bei Achse XY, bei Eingang West, Süd, irgendwas und haben hier sozusagen einen Bericht erstellt. Und den Bericht, der ist dann eigentlich zur Bauleitung gegangen. Oder eben zu demjenigen, der das abarbeiten muss. Also so eine Art Beauftragung. Und das haben wir digitalisiert. Also den Prozess haben wir so optimiert, dass sie jetzt eigentlich mit ihrem Smartphone über die Baustelle gehen, weil das tun sie eh jeden Tag oder müssen sie jeden Tag tun, nehmen hier relativ einfach per Foto die Mängel auf. Und das Tolle ist, wir haben die Grundrisspläne aktuell eben zur Verfügung in der App und Sie können sich in der App dann den aktuellen Standpunkt, an den aktuellen Standpunkt navigieren, wo dieses Issue aufgetreten ist und setzen da eine Stecknadel. Und so können Sie sozusagen nicht, müssen Sie nicht beschreiben, wo dieses Ding ist, sondern Sie sehen es mit einer Stecknadel, mit einem Pin am Plan. Und können eben hier dann auch Fotos, Beschreibungen, Voice anlegen, wie auch immer. Ja, es gibt solche Lösungen am Markt, aber die passen nicht zu Lindner. Die haben wieder nicht zu Lindner gepasst. Und darum haben wir uns eben entschieden, wir machen es selbst. Was waren denn so die besonderen Herausforderungen? Oder was sind auch so die Highlights in dem Projekt? Also wir haben ja sehr schnell gemerkt, dass wir da noch zu wenig Skills haben. Das ist eigentlich also das Thema gewesen, weil diese
werdende Plattform, also das ist ja nicht nur die App, sondern einfach weiter wachsen soll und muss. Und wir hier dann schon gemerkt haben, okay, da reichen unsere Skills nicht aus. Und eben auch dann im Gespräch mit Agentbase haben wir festgestellt, okay, da sind schon ein paar Krücken drin, ein paar Risiken drin. Also da geht es eben dann mit diesen PIN-Sätzen vor Ort auf Plänen auf dem Mobiltelefon an. Rechte Rollenkonzepte über Projektebenen war auch noch so eine Sache, wo man, ja, wir können es, aber machen wir es denn zu 100% richtig? Das waren einfach Themen, wo wir unbedingt Hilfe gebraucht haben. Genau. Eben dann auch die Authentifizierung von Dritten. Also wenn wir den Mangel jetzt an jemanden weitermelden möchten, dass zum Beispiel das der Maler macht und nicht Lindner, sondern es muss der Maler reparieren, dass er eben auf die Plattform zugreifen kann. Und das sind eben so Themenpunkte, wo wir Herausforderungen gesehen haben, dass die wir auch noch nicht selbst umsetzen konnten. Ja, genau. Ich gebe ja zu, wir hatten auch ein bisschen Respekt am Anfang, ja. Ja. Ja, aber wie war das von eurer Sicht aus? Weil das, glaube ich, ist auch sehr spannend, wie der Partner das dann Ganze dann gesehen hat, wenn wir mit so einer saloppen Anforderung kommen. Ja, das ist ein schönes Stichwort, salopp. Weil wir haben ein klares Bild von dem Ziel gehabt, aber haben dann schon feststellen müssen, den Weg kennen wir beide nicht. Also ihr von eurer Seite, wie wir als Dienstleister. Aber wir haben im Laufe der Zeit Schritt für Schritt, und ich möchte es nochmal betonen, weil es wirklich ein wichtiger Aspekt war, wir haben ja dann auch wirklich die Endanwender mit eingebunden, und damit bekam auch der Weg ein Gesicht. Ne? Nie das Ziel aus den Augen verlieren, aber dann schon langsam sehen, okay, wir wissen, welchen Wanderweg wir gehen, vielleicht welche steilen Teile wir haben etc., aber das war dann schon ein Thema, was sich dann immer mehr herauskristallisiert hat. So, weil ganz am Anfang haben wir ja, setzt ja normalerweise so ein Projektteam auf, wenn man allerdings so die ganzen Details dann erkennt, dann braucht man da auch schon ein bisschen Flexibilität. Deswegen haben wir ja eine Projektleitung eingesetzt, noch den einen oder anderen, ich sage es jetzt mal vorsichtig, seriösen Kollegen, der eine gewisse Reife schon mitbringt, aber nichtsdestotrotz auch ein paar junge Kollegen reingebracht, weil wir einfach die speziellen Themen hatten, wie zum Beispiel das Positionieren auf so einer, ja, ich sage jetzt mal DIN A0 und größer Grafik. Das war schon ein Ding. Mal davon abgesehen, hat man natürlich auch ein paar Ziele, wo man gesagt hat, okay, um die App jetzt mal fertigzustellen, um relativ schnell zum Ergebnis zu kommen, hat man ein paar Sachen auch nach hinten gestellt. Trotzdem musste man vorher natürlich darauf achten, oh, was bedeutet das für die Architektur, um später mal offline-fähig zu sein. Man muss sich schon ein bisschen Gedanken so um das Grundsätzliche machen, eben Themen wie Single Sign-On, was war das Rechte-Management etc. Aber da haben wir uns im Laufe der Zeit zusammen mit euch da entsprechend reingefuchst. Und gab so eine Situation, ich bin ja in meiner Hauptaufgabe verantwortlich für den Vertrieb, so gucke ich natürlich so ein bisschen, ich will nicht sagen hubschraubermäßig, helikoptermäßig auf die Projekte, aber so zwischendurch gucke ich mal drauf, was machen denn die Kolleginnen und Kollegen. Und sagt dann schon, passt es noch zu dem definierten Aufwand, was man mal ursprünglich. Und dann sagen die Kollegen, nee, das muss jetzt sein, weil das haben wir identifiziert im Gespräch mit den Anwendern. Das bauen wir jetzt noch mit ein. Ob das jetzt bezahlt wird oder nicht, das gehört mit dazu. Da merkt man dann auch, so im Laufe der Zeit entwickeln wir dann auch, und das ist bei uns in jedem Projekt so, so viel Herzblut denken dann auch mit. Und sagen dann zum Beispiel zu euch auch, nee, also diese Chrome-Leiste, die vergolden wir jetzt nicht. Umgekehrt sagen wir allerdings auch, aber die Funktion wäre jetzt wichtig, ne? Weil die einfach bei dem Anwender besser ankommt. So war das von unserer Seite. Ja. Ja, aber ihr seid ja, also was ich vorher gesagt habe, ihr seid ja eigentlich von Vollblut, oder was damals erzählt ist, von Vollblut-Entwicklern Richtung Low-Code habt ihr da gewechselt. Warum habt ihr euch für OutSystems entschieden? Spannende Frage, ja. Wir haben halt den 22. Juni, bei mir werden es noch 9 Tage, dann arbeite ich 25 Jahre für meine Kollegen. Und seit über 25 Jahren sind wir eben im Bereich Rapid Application Development unterwegs. Das heißt, für uns, man muss also bei uns schon wissen, unsere Kundenklientel, und damit seid ihr wie ein Lackmustest gewesen,
Unsere Kunden sagen ganz klar, neben klassischen ERP-Systemen und anderen Systemen vielleicht, aber es gibt einige Applikationen, die bauen die individuell. Entweder, weil sie es nicht out of the box haben wollen. Du hast auch ein paar Anforderungen beschrieben, weil sie sich von ihren Marktbegleitern absetzen wollen, weil sie vielleicht schneller sein wollen und so weiter. Also wir haben Kunden, die individuelle Lösungen haben wollen. Und so als besondere DNA haben wir dann noch, dass wir, ich drücke es mal ein bisschen anders aus, also wir haben großes Interesse, wenn wir raushören, es geht um Prozessmanagement, Digitalisierung, Automatisierung von Abläufen. Das ist tatsächlich dann auch so unsere DNA, da werden wir richtig hellhörig, da fangen wir mit den Füßen an zu scharren, weil das unser Thema ist. Aber Rapid Application Development seit 25 Jahren, da gibt es nicht viele Plattformen, bei uns war es Nodes Domino. Und wir sind so vor 4,5 Jahren einfach in der Situation gewesen, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, dass wir gesagt haben, wir bewegen uns, unsere Kunden bewegen uns. Wir betreuen noch einige langjährige Kunden für diese Plattform. Das werden wir auch bestimmt noch viele Jahre machen. Aber nichtsdestotrotz bricht ein Markt weg. Und dann kam einer unserer Kunden tatsächlich mit der Plattform Out Systems um die Ecke. Und ich sage jetzt bewusst so um die Ecke, weil ich auch erstmal gesagt habe, und was jetzt noch? Und dann schaut man sich das näher an. Dann schaut man sich nochmal näher an. Und das ist auch ein Pfad, den wir unseren Kunden empfehlen. Wir machen erstmal eine kurze Demo. Mal eine Stunde, einfach kennenlernen. Da haben wir auch richtig einen raus. Wir brauchen ungefähr so 20, 25 Minuten und haben dann eine Web-App gebaut und eine mobile App. Das ist einfach so eine Standardpräsentation und da werden einem erstmal die Augen groß und dann sagt man sich, wow, was ist das denn? Leider Gottes, ich muss das mal hier so an Bildschirm mal zeigen, kommt dabei nicht gleich so rüber, weil wir uns da so in der linken Ecke hier so aufhalten. Leider Gottes kommt nicht rüber, dass die Plattform noch viel mehr kann. Und das ist nämlich das, wo wir gesagt haben, jetzt finden wir uns wieder, aber auf halt State of the Art, auf eine moderne Art und Weise. Also nicht nur die visuelle Erstellung von UI und Logik und Prozesse und Daten und so weiter, sondern eben auch das ganze Thema der Integration. Du hast es selber gesagt, weit über 1000 Schnittstellen. Ich habe in meinem Vertriebsleben ein einziges Mal einen Kunden gehabt, wo ich auf der grünen Wiese beginnen konnte. Ansonsten braucht man jede Menge von Schnittstellen. Die Plattform geht aber noch weiter. Sie unterstützt, wenn man es möchte. Das ist eine strategische Entscheidung natürlich im Unternehmen. Die Plattform unterstützt einen natürlich in der gesamten Phase, wenn ich eine neue Anwendung, eine neue App, egal ob es Browser oder eine mobile App ist, sie unterstützt mich in allen Bereichen, komplette DevOps. Strecke von der Entwicklung über den Test in Produktion. Und wir hatten einmal so einen Zwei-Tages-Workshop bei einem Kunden und eins fand ich spannend und das ist eben das, was wir auch sagen, endlich eine Plattform, wo man wirklich im Team arbeiten kann. Und jetzt muss ich sagen, das muss man kennenlernen. Also wir sagen dann nach so einer Stunde Präsentation, okay, wenn weiter Interesse ist, dann machen wir so Jumpstarts, wo wirklich die Kunden in 4,5 Stunden von uns in so einem geführten Pfad mal die Plattform richtig kennenlernen und dann wirklich diesen kompletten Weg hier durchgehen. Mal wirklich zu schauen, was bietet die Anwendung alles an, so an Erfahrungen, an Mustern, an Patterns, an Schnittstellen, was kann man alles so einbinden. Das macht auch mal wirklich Spaß, mal den einen oder anderen Service einzubinden und zum Beispiel aus dem Gesicht dann einfach zu erkennen, wie jemand gerade fühlt oder denkt oder sonst irgendwas und baut dann darauf was auf. Also macht richtig Spaß sowas, um es einfach mal anzufassen. Das ist ja der Nachteil der IT, dass wir nie was richtig anfassen können. Deswegen versuchen wir das dann. Dann geht es natürlich weiter, dass wir dann ausbilden. Das ist ja das, was wir auch bei euch machen. Mit Bootcamps, dann auch die Zertifizierungspfade gehen und so weiter. Aber man merkt es mir schon langsam an. Ne? Wir sind dann wirklich auf eine Plattform gestoßen, wo wir uns dann einfach wiederfinden. Ja? Und das war, ich gehe mal hier aus der Übersicht hier wieder raus. Wer Interesse hat, gerne auf mich zukommen. Auf der Folie kann ich mich stundenlang austoben, um einfach zu zeigen, was Out Systems, die Plattform, was da alles dahinter steckt, so kann. Und das ist eben das, was uns so begeistert. Und weil du vorhin so gefragt hast, aber das stieß nicht auf alle und volle Begeisterung. Und was mich am meisten fasziniert hat, noch dazu bei unseren Jungen. Ja, kommen also die jungen Kollegen beginnen um die Ecke und sagen, nee, Low-Code, das ist nicht so meine
meine Geschichte. Und das ist ja das, was ich dir dann erzählt habe, wo ich dann schon gesagt habe, okay, da muss man dann auch erstmal Überzeugungsarbeit leisten. Auch die ersten Berührungspunkte. Gut, bei einer Kollegin, da waren wir dann ganz frech, die haben wir dann gleich unter den Arm geklemmt und zu einer Messe mitgenommen, zu OutSystems. Die bekam dann 3 Tage Druckbetankung. Und danach hat sie gesagt, okay, sie schaut sich's mal an. Aber bei ihr ist eigentlich das passiert, was wir bei allen erleben. Spätestens in diesem Jumpstart. Spätestens, wenn man selber mal was bewegen dürfte, selber dann gesehen hat, wie schnell man wirklich zum exzellenten Ergebnis kommt. Das ist es ja eigentlich, was man hier erkennt. Und wenn man dann auch merkt, man kann schnell in einem Team zusammenarbeiten. Also wir haben ja auch Kollegen, die sagen, Mensch, endlich kann man sich schnell reinfuchsen, schnell den Code, weil wir ja hier keinen Code haben, den Code erzeugt die Plattform, sondern man hat diese grafischen Oberflächen, man spricht über gemeinsame Modelle, ob das jetzt die Masken sind, ob das die Daten sind, die Prozesse oder eben auch die Business-Logik. Man hat sofort schnell ein gemeinsames Bild. Und, das haben wir bei euch ja echt auch gemacht, man kann schnell wirklich mit den Endanwendern mal zusammensitzen und sagen, passt es so? Und wenn man schon sieht, die Stirn runzelt, dann sagt man, okay, dann baut man das entsprechend mal schneller um. Nichtsdestotrotz, und deswegen gefällt uns die Plattform auch, ist es eine Plattform für Profis. Kein No-Code-Ansatz. Es ist ein Low-Code-Ansatz. Der eine Kollege, der eine Vorstand, und ich, wir haben darüber schon mal referiert, weil es gibt ja so Marketing-Aussagen, 10-mal schneller und so weiter, stimmt vielleicht nicht am Anfang, aber 4-mal schneller auf jeden Fall von Anfang an ist man einfach in der Entwicklung. Und das muss man mal gesehen haben. Also wir haben auch ganz klar, klassisch die ganze Bandbreite durchgemacht, kennenlernen, kurz mal Jumpstart zu machen. Es gibt schöne selbstlernende Systeme, also man kann sein eigenes Studium treiben bei OutSystems und dann gibt es eben unsere Schulungen und da ist man dann sehr, sehr schnell drin und wir stellen ja jetzt auch jede Menge auch neue Leute ein, die aus unterschiedlichen Ecken kommen, nicht alle sind Vollblutinformatiker wie beispielsweise ich und die fuchsen sich da echt schnell rein und das macht in Summe einfach Spaß und die Projekte machen seit 25 Jahren viel Spaß und jetzt machen wir es halt mit einer wirklich tollen neuen Plattform. So, jetzt habe ich aber genug geschwärmt. Ist gut, oder? Ja. Also von daher freut es mich natürlich, dass wir jetzt nicht nur eine Applikation gebaut haben. Jetzt machen wir ja fleißig weiter. Wie es der Zufall so will, in 20 Minuten treffen sich ja tatsächlich unsere Leute, ne? Und reden. Es ist tatsächlich so, das ist ganz frisch, geht um 11 Uhr an, da unterhalten sich unsere beiden Teams über die nächsten Schritte. Ich will da nicht zu viel verraten, aber es sind ein paar knackige Anforderungen dabei. Macht wieder Spaß. Ja. Danke erstmal dafür. Ja, also ich denke auch, wir wollen miteinander weiterarbeiten. Unsere Backlogs sind voll. Das Tolle wird ja vielleicht nur so, was mir noch eingefallen ist, ist einfach, wenn wir jetzt mit OutSystems diese Mängelmanagement-Applikation bauen oder gebaut haben jetzt eigentlich, ist an uns Vielzahl an Anwendungsfällen eben so hoch, weil ich kann ja auch diese Mängel-Applikation für zum Beispiel den Weinbauer verwenden, der einfach kaputte Reben fotografiert. Und das ist eigentlich das Schöne, dass eben branchenspezifische Mängelmanagement-Tools, die es einfach gibt, einfach nur auf den Bau abzielen. Aber ich kann jetzt mit OutSystems einfach so schnell oder überhaupt in dieser Art und Weise, wie wir das gebaut haben, andere Cases abdecken, die Ähnlichkeiten haben. Das macht einfach Spaß. Also wenn man das bei uns im Geschäft erzählt, dann heißt es gleich, ah ja, das könnte man da und da auch noch brauchen. Und jetzt gerade allein dieses Thema wird riesengroß. Unser Backlog ist immer noch voll und das Tolle auch, wenn wir mit zwei unterschiedlichen Methoden jetzt arbeiten, einmal der Low-Code-Ansatz und einmal trotzdem Full-Stack oder Full-Code-Ansatz, haben wir uns eben jetzt auch zur Gewohnheit gemacht, am Anfang, wenn die Projektanforderungen reinkommen, holen wir alle zusammen, also die Entwickler und die Business-Analysten, die Coder sagen immer die Konfiguratoren, also die Applikation konfigurieren. Aber wir holen alle an einen Tisch und wir sprechen über das Thema. Wie würde ein Full-Coder das angehen? Wie wird ein Low-Coder das angehen? Welche Mehrwerte haben wir? Und wie können wir uns vielleicht irgendwann mal,
aktuell noch nicht, aber ergänzen, dass ich das eben sauber zusammenbringe. Was die Plattform übrigens auch stark unterstützt. Ne? Also es ist nicht so, dass das eine eigene Welt ist. Nee, nee, also diese erfahrenen, nennen wir es mal Java, C-Sharp-Entwickler können ihre Ergebnisse auch wunderbar mit einbinden. Und das wird dann so gerappt und kann man wirklich gut auch von der Plattform verwalten lassen. Also mir kriegt die beiden schon gut zusammen, aber wir kennen ja unsere Pappenheimer. Da muss man mal über den Tellerrand schauen und einfach sehen, dass sich in der heutigen Zeit auch was, wir haben ja echt einen Mangel an Ressourcen, dass man vielleicht andere Wege gehen muss. Ja. Ja. Und das ist ja schön, dass wir das mit solchen Kunden wie euch dann zeigen können und das dann auch entsprechend umsetzen können. Ja. Ja. Vielen Dank. Ja, also wir haben noch einiges vor uns. Ne? Von daher, gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ich darf mal noch mal was zeigen. Genau. Arthur, Matthias, herzlichen Dank. Mir kommt es ja fast so vor, ich würde jetzt fast ein Filmzitat noch bringen. Zu viel Harmonie. Es klingt, als wäre das Projekt tatsächlich äußerst reibungslos und harmonisch verlaufen, was ich mir aber dann doch nicht so ganz vorstellen kann. Was ist denn tatsächlich noch, ja, oder was ist euch so begegnet als größte Herausforderung oder auch größter Knackpunkt? Oh, wir fangen an, Matthias. Also dieses Vorarten war tatsächlich eine Herausforderung. Wir haben dann natürlich dann auch die entsprechenden Skills natürlich gehabt. Gott sei Dank arbeiten wir ja mit einem Partner zusammen aus den Niederlanden, der noch viel, viel länger mit OutSystems arbeitet, sodass wir da unheimliches Know-how abschöpfen können. Aber das war zum Beispiel was. Und ich gebe zu, weil immer jeder sagt, das muss doch ein Klacks sein, Single Sign-On ist jedes Mal ein Hack. Und da werde ich fast rot, weil es mir echt peinlich ist. Das war auch, wie hat es der Kollege gesagt, das war auch der Sprint, der am längsten gedauert hat. Ja. Und ich gebe auch zu, dass wir am Anfang haben wir die lieben Kollegen von Lindner etwas überfordert. Ich habe irgendwo gesagt, wir müssen am Anfang ein bisschen drüber nachdenken, über die Architektur und grundsätzliches Regeln und so weiter. Und wir haben die Kollegen mit einer, ich glaube, 137 Seiten Show. Also, die haben wir zugemüllt, das kann man gar nicht anders sagen. Da haben wir echt gelernt raus. Der Mitarbeiter von Matthias, der kann bestimmt heute ein Lied davon singen. Das machen wir so nie wieder. Also, da haben wir das haben wir einfach zu gut gemeint, weil sie halt gesagt haben, sie wollen Skills. Und also da, ja, das ist so jetzt von unserer Seite. Also, wir haben im Hintergrund schon ein bisschen am Team immer wieder mal was tun müssen und mal ein bisschen Wechsel bringen, je nach Themen, welches Thema jetzt gerade hochpoppte. Also wenn wir sagen, wir sind in einem Dreier-Team gewesen, dann war es eigentlich am Schluss ein Fünfer-Team, aber es waren immer drei Leute aktiv. Mhm. Von unserer Seite her war wirklich die Geschwindigkeit eine Herausforderung. Also wir haben als Product Owner hier wirklich ranklotzen müssen, dass wir die Geschwindigkeit, was da alles in der Geschwindigkeit umgesetzt wurde, innerhalb des Sprintes testen, wieder die nächsten Stories schreiben, oder die sind ja eigentlich alle schon geschrieben gewesen, aber eigentlich trotzdem das Sortieren, das Ordnen, das war einfach, das ist schon fast zu schnell gegangen in manchen Sprints, wo wir einfach nicht, also so zwei, drei Tage Urlaub für einen Product Owner haben uns schon mal gesagt, okay, Backlog passt noch nicht so ganz für den nächsten Sprint. Das war für uns unser Seiten. Ich kann mich auch noch gut erinnern, als wir mit dem Vorstand von Lindner Group in der Angebotsphase waren und er also ganz klar gesagt hat, Leute, und das Datum, das ist fix. Das ist für einen Dienstleister schon etwas, wo, ja, da fängt man mehr als das Schwitzen an. Aber jetzt kann er natürlich grinsen und sagen, pff, schafft. Aber das war schon hart, ja. Ja. Ja, ansonsten kleine Anekdote. Hier sprechen natürlich Mittelfranke und Niederbayer miteinander. Da ist per se Konflikt.
Da. Geht gar nicht anders. Quatsch. Spaß beiseite. Ja. Ja, vielen Dank erstmal für die Antwort. Ja, ein paar Fragen haben wir aus dem Chat bekommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie können aber ruhig noch mehr Fragen stellen. Wir sind zeitlich gut dabei. Und ich denke, das ist eine tolle Chance, auch wirklich mal Insights zu bekommen aus dem Unternehmen, wie so ein Projekt läuft. Also bitte noch ein paar Fragen stellen. Aber die erste, die reingegangen ist, die handeln wir jetzt gleich ab. Und zwar ist es ja, ihr habt, also der Matthias und auch der Arthur später haben ja gesagt, es war nicht ganz leicht, die Entwickler von dem Low-Code-Ansatz zu überzeugen und auch dafür zu begeistern. Wenn jetzt klassische Entwickler das Ganze nicht so ernst nehmen, diese Plattform auch mit ihren Möglichkeiten nicht so ernst nehmen, wie haben Sie denn das geschafft, diese dann vom Gegenteil zu überzeugen? Ein bisschen was haben wir von Arthur schon gehört. Du hast auch noch mal erwähnt, eine Jumpstart-Workshops. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz drauf eingehen, was da genau gemeint ist. Ja, mache ich gleich. Ich will vorher was sagen. Ja, es wird nicht ernst genommen, weil man denkt, mit der Low-Code-Plattform, war früher auch schon so mit der anderen Rapid Application Development Plattform, da wird nichts Ernstes gemacht. Eins der Dinge, die wir auch machen, ist, und deswegen auch dieses Webinar, dass wir wirklich Projekte vorstellen, soweit wir es dürfen, dürfen wir leider nicht so oft, um wirklich mal aufzuzeigen, was für Art von Applikationen da gebaut werden. Es gibt da einen Kunden, der wirklich seine komplette Strecke, wo bekommt er seine Basisprodukte her, wie werden sie verarbeitet und wie geht es weiter dann an seinen Kunden? Also es ist eine komplette Strecke, mit der er Geld verdient. Und wir reden hier wirklich über einen Konzern. Diese komplette Strecke ist mit OutSystems umgesetzt worden. Da wurde eine GD-AdWords-Anwendung ersetzt. Wenn man mit sowas mal ankommt und auch diversen anderen Beispielen, dann sieht man, und OutSystems gibt es seit über 20 Jahren, dann sieht man schon, das sind seriöse Applikationen. Das ist nicht einfach alles eine Spielerei. Und das versuchen wir auch in diesen Jumpstarts rüberzubekommen. Also erstens arbeitet dann jeder in seiner eigenen Umgebung. Das ist allerdings dann on Cloud. Geht dann halt einfach schneller. Und erstellt, geführt von unserem Trainer, in den 4, 4,5 Stunden, wir zeigen auch zwischendurch mal ein paar andere Feinheiten, weil man kann ja jedes Thema da abbilden. Beispielsweise Prozessmanagement, das können wir leider nur mal so in der Theorie darstellen in den 4,5 Stunden. Aber wir zeigen wirklich, wie sieht der Weg aus, von null zu einer fertigen Anwendung. Wirklich von null. Und da haben uns auch gestandene Entwickler gesagt, wow, das hat was. Ja, man wird dann neugierig. Ja, man kommt dann sehr schnell in die Ecke, dass man sagt, okay, und jetzt zeigt uns mal in einem Proof of Concept, in einem Prototypen, was da wirklich alles dahinter steckt. Und wenn man dann auch noch zeigen kann, es klappt mit Schnittstellen, mal einfach irgendeinen Service konsumieren mit Hilfe von der REST-Schnittstelle. Und das macht man wirklich mit einem Schnipper. Oder was wir auch dann gerne mal zeigen, ist SharePoint einfach einzubinden innerhalb von ja fast schon Sekunden. Vorausgesetzt natürlich, die Zugriffe passen. Ne? Das muss ich mal vorausschicken. Ich erinnere noch an Single Sign-On. Aber wenn man das mal gesehen hat, dass man wirklich Dinge, die man sonst vielleicht ein bisschen mühsam zusammenklicken musste, das ist einfach integriert sauber sich abbilden lässt. Also wir müssen jedes Mal den Beweis antreten. Wir müssen bei jedem Schritt, beim Entwickeln, beim Testen, in der Produktion, wir müssen zeigen, wie das klappt. Und das kann man einfach nur durch, liebe Entwickler, fasst die Plattform an, rüberbekommen. Weil ich gebe ja zu, ich texte leider die Kunden alle zu, weil ich mit meiner Begeisterung mich kaum mehr zurückhalten kann. Da muss ich still sein, dann lasse ich meinen Trainer ran und sage, mach du mal. Gut, Ja. aber man muss natürlich auch von seinem eigenen Produkt und auch von seiner Dienstleistung überzeugt sein,
damit man beim Kunden gut ankommt, das ist klar. Aber ein wichtiges Argument, die Technik ist das eine, dass sie funktioniert, aber für viele Unternehmen oder ja, die in ein solches Projekt hineingehen, ist schlicht der schnöde Mammon ein Argument. Was kostet denn so eine Arbeit mit der Plattform oder ist das irgendwie, kann man das in Zahlen ausdrücken oder was meinst du, Arthur? Also eine Low-Code-Plattform beim Erstkontakt sieht erstmal, also wenn es eine professionelle ist wie OutSystems, sieht erstmal teuer aus. Aber das waren andere Plattformen auch schon immer. Wenn man einfach nur glaubt, mal schnell eine App zu bauen, dann tut schon weh, dass man einen kleinen fünfstelligen Betrag, er ist wirklich klein, sehr klein, fünfstelligen Betrag im Jahr hinlegen muss, um seine ersten Apps bauen zu können. Von daher, Low-Code-Plattform or Systems ist eine strategische Frage, ist eine strategische Entscheidung, aber dann hat man wirklich eine Plattform, mit der man wirklich seinen Backlog abarbeiten kann, mit der man mit wenig Ressourcen viel erreichen kann. Und das muss man dann entsprechend abwägen. Für die, die nicht unbedingt on-prem laufen müssen, die können dann die Plattform in der Cloud nutzen und bekommen dann komplett alle Services mit. Von Backup, Datenbank etc. Und damit ist dieser kleine fünfstellige Betrag nicht mehr so viel. Ja, aber der Erstkontakt, gebe ich zu, das sieht dann erstmal teuer aus. Deswegen muss man tatsächlich hergehen und muss sagen, okay, wo will ich hin? Habe ich mehrere Anforderungen? Aber das habe ich schon vor 25 Jahren in Unternehmen gesagt. Schreibt mir nicht eure 30 wichtigsten Applikationen auf, die ihr dann eh nicht umsetzt, sondern macht's. Ja, macht's, tut's. Nehmt eure kritischen Anwendungen, baut die mithilfe von so einer Plattform um. Und mit dem Essen kommt der Appetit. Wirklich. Und ich werde immer gefragt, was die Kunden alles so machen. Nodes Domino Ablöse, ja. Legacy-Systeme modernisieren, ja. Nee, die meisten machen was Neues. Entweder für ihre Mitarbeiter, so wie jetzt der Matthias in seinem Unternehmen, oder auch für die Endkunden. Und dann lohnt sich's blitzschnell. Wir haben jetzt wieder so einen Fall, wo die Applikation, erstens, es schafft, dass die Leute nicht weglaufen, weil sie ein modernes Handwerkszeug bekommen. Sie können schneller ihre Arbeit erledigen. Das muss man natürlich dagegen halten. Also deswegen bietet auch OutSystems die Möglichkeit an Wirtschaftlichkeitsbetrachtung machen und so weiter. Aber ich gebe offen zu, ja, wenn man das erste Mal Kontakt hat mit den Preisen, dann schluckt man erstmal. Das gilt aber für alle Plattformen. Ja, danke. Eine Frage habe ich selber noch, die vielleicht auch unsere Zuschauer interessiert, nämlich Matthias, du hast es gesagt, ihr seid auf Agent-Base gestoßen. Magst du ganz kurz berichten, wie das passiert ist? Weil ich kann mir vorstellen, es ist auch eine große Hürde tatsächlich. Man weiß, was man möchte, aber eben den entsprechenden kompetenten Partner zu finden. Wie ist das bei euch gewesen? Das war eigentlich ganz einfach. Das war, will ich echt überlegen, wir haben hier, glaube ich, gegoogelt und sind dann eben auf Agentbase gestoßen, beziehungsweise auch, ich glaube, OutSystems hat auch hier so eine Partnerauflistung einfach, wo man nach Ländern dann suchen kann. Und die habe ich mal abtelefoniert. Okay. Und warum bei Agentbase dann hängen geblieben? War es einfach so was Persönliches? Man hat sich sympathisch gefunden oder? Es war wirklich einfach, es hat gleich von Anfang an gepasst. Die anderen wollten uns, ich kann Ihnen schlecht reden, aber da war immer so ein Geschmack drinnen, wie wir wollen ein neues Geschäftsmodell mit Lindner irgendwie ein neues digitales Geschäftsmodell aufbauen und was weiß ich alles. Aber das können wir selber. In Geschäftsmodellen und Geschäftsmodelle entwickeln, das kann Lindner selbst. Aber wirklich an der Basis haben wir Hilfe gebraucht. Und das hat einfach ab dem ersten Gespräch dann haben wir gesehen, okay, die können das.
Ein Teilnehmer fragt jetzt noch, habt ihr ein bestimmtes Verfahren angewendet in eurer Zusammenarbeit, zum Beispiel Scrum? Ja, wir haben uns an den Scrum-Methoden orientiert, aber jetzt ein hundertprozentiges Lehrbuch Scrum haben wir nicht durchgeführt, ganz klar. Aber wir haben hier ganz akkurat in Sprints gearbeitet, haben auch in Releases gearbeitet, die halt sehr, sehr viel kürzer sind wie andere Releases oder waren, wie andere, wie man das ausdrückt. Aber nach den Prinzipien haben wir gearbeitet. Was auch das Spannende war, war, dass ein Kollege von mir im gewisse Bausteine oder Lehrbausteine einfach auch selbst mitgebaut hat oder mitgebaut hat und sozusagen auch in das Team mit integriert worden ist. Also eine Zusammenarbeit einfach am Produkt. Das war eigentlich die spannendstere Methode, ob jetzt da was ich gefunden habe, weil wir einfach hier wirklich partnerschaftlich zusammengearbeitet haben. War das eigentlich von vornherein klar, dass ihr selber entwickeln wollt? Oder habt ihr euch vorher auch auf dem Markt umgeguckt, was es für Lösungen geben könnte? Natürlich haben wir kennen den Markt sehr gut, da diese Produkte eben auch an gewissen Baustellen eben einzusetzen, oder man muss gewisse Software vielleicht an gewisse Baustellen einsetzen, weil eben das der Bau erfordert. Und dahingehend haben wir eigentlich schon einen sehr guten Marktüberblick, welche Systeme es gibt, aber wir waren schon immer drauf und dran, das Ding selbst zu bauen, weil wir einfach Herr unserer Daten sein wollen, weil wir wissen, also wir haben auch 4 Data Scientists, die hinter mir sitzen, die wissen, was man mit Daten anstellen kann, wenn da hier jemand in die Hände kommt. Also mit Mängel auf der Baustelle und das über 2500 Baustellen parallel, da kann man ein gutes Learning draus ziehen. Das wollen wir nicht. Ja. Ja, jetzt haben wir leider keine Fragen mehr. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken und haben ja schon erfahren, es gibt vielleicht bald was Neues zu berichten. Würde mich freuen, wenn wir uns dann hier wieder treffen und ihr uns erzählt, wie eure Zusammenarbeit weitergegangen ist. Das wäre eine tolle Sache. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir Sie zu einem anderen Thema auch begeistern könnten auf einer unserer Insider-Portale. Vielen Dank und wir tschüss danken auch an euch alle. Herzlichen Dank.